Unterstützung für andere Länder. Herr Warwick zu Nahost? Im Gazastreifen wurden durch ein israelisches Bombardement eine sechsköpfige Familie deutscher Staatsbürger getötet. Der Vater war Anästhesist in einem Dortmunder Klinikum, die Kinder im Alter von 10 bis unter einem Jahr. Ich war jetzt überrascht, im Protokoll vom Montag zu sehen, dass die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, diesen Fall zwar bestätigen, aber dann erklärt haben, sie würden grundsätzlich zu solchen Einzelfällen keine weitere Stellungnahme vornehmen. Verstehe ich das richtig als Verständnisfrage, dass man grundsätzlich bei der Tötung einer kompletten Familie deutscher Staatsbürger diesen Fall nicht weiter kommentiert, egal ob diese Bombardierung mutmaßlich völkerrechtswidrig durch israelisches, russisches, iranisches oder US-amerikanisches Militär vorgenommen wird? Also Herr Warwick, ich mache mir die Kombination der verschiedenen Elemente und Vorwürfe in Ihrer Fragestellung erstmal a priori nicht zu eigen, dass wir nicht kommunizieren. Das tun wir, und zwar genau die Frage hat mein Kollege zu diesem Fall, der uns bekannt ist und zu dem wir hier Stellung genommen haben, am Montag beantwortet und dann auch noch in einem ausführlicheren Unter-3-Teil, just weil es sich um grundsätzliche Kommunikation auch handelt, dass wir zu Konsularfällen im Detail auch aufgrund des Persönlichkeitsrechts nicht detailliert Auskunft geben, nochmal Stellung genommen. Darauf verweise ich sehr gerne. Das ist 2 Tage her und es ist die, glaube ich, vollumfängliche Antwort bereits gegeben worden von Seiten der Bundesregierung. Zusatz, Herr Warwick? Gut, aber Sie müssen ja jetzt auch den Leser des Protokolls verstehen. Die Protokolle sind jetzt zumindest beim Auswärtigen Amt auch öffentlich für jeden einsehbar. Und da sieht man nur 6 getötete deutsche Staatsbürger. Wir äußern uns grundsätzlich zu solchen Fällen nicht. Da fände ich schon ganz gut eine Klarstellung, auch gerne öffentlich und nicht unter 3, ob der Tod deutscher Staatsbürger durch ausländisches Militär, egal welcher Provenanz, von der Bundesregierung thematisiert und kommuniziert wird. Ja oder nein? Das hat sich nämlich mir zumindest nicht ergeben durch Ihre Antwort. Dann muss ich leider noch mal auf meine Einführung zurückkommen, dass ich mir die in der Fragestellung schon gemachten Vorwürfe nicht zu eigen mache, sondern sage, dass wir im Detail zu konsularischen Fällen nicht detailliert Auskunft geben können. Unter 1, wir davon ausgehen müssen, das hat mein Kollege am Montag hier gesagt, das sage ich sehr gerne auch hier nochmal, dass eine deutsche Familie getötet wurde. Und unter 3, das werde ich heute aber nicht nochmal genau in der gleichen Form ausführen, die Hintergründe erläutert, wie und warum wir kommunizieren, das auch mit Persönlichkeitsrechten von Menschen zu tun hat. Und das gilt für jeden Fall. Und deswegen gehen wir dort nicht stärker ins Detail unter 1. Und bei dieser Antwort belasse ich es jetzt, mit Verweis auch nochmal auf Montag. Um das nochmal konkret zu machen, die Tötung der bereits erwähnten 6-köpfigen deutschen Familie, Bombardement eines Wohnhauses, entsprach dies dem Rahmen des Selbstverteidigungsrechts Israels? Herr Warwick, ich kommentiere jetzt unseren Austausch nicht in der Sache nicht mehr weiter, sondern wir haben hier klar Position bezogen, wie wir gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber Israel in internen Gesprächen in der Region kommunizieren. Und das ist, glaube ich, sehr deutlich. Zusatz? Dann noch eine Frage, jetzt eher grundsätzlicher Art. Es wurde jetzt auch zumindest laut Menschenrechtsorganisation der Einsatz von weißem Phosphor im Libanon nachgewiesen. Teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung oder hat sie eigene Erkenntnisse, dass Israel völkerrechtswidrig weißen Phosphor im Libanon eingesetzt hat? Medienberichterstattung haben wir zur Kenntnis genommen. Ich habe aber keine eigenen Erkenntnisse, die ich mit Ihnen teilen kann. Und auf dieser Basis kann ich auch keine Einschätzung vornehmen.